Das bin ich. Mein Name ist Lorenzo Tura Losorio. Mein Leitmotto, wo ich alle meine Handlungen drum baue, ist: Do not look from the present to the future. Move into the future and look back at the present. So, das habe ich in 2015 gesagt. Und zwar ist mir das auf einer Podiumsdiskussion einfach eingefallen, nämlich der Spruch: Gut, wir versetzen uns in die Zukunft und schauen zurück in die Gegenwart. Was würden die Menschen über das und das denken? Welche Ideen würden dann ankommen? Und zwar und nicht, wie wir es heute machen. Also wir probieren die ganze Zeit heutige Ideen auf die Zukunft zu übertragen. Und ich habe genau das Gegenteil davon gemacht. Und das ist auch irgendwie meine Mentalität. Heute geht es um die Qualifizierung zum Digital Business Value Ecosystem Designer. Was braucht man dafür? Welche Ideen muss man dafür haben und besonders auch, welche Kompetenzen man haben muss? Und die werde ich nachher vorstellen. Dazu gehört auch übrigens die interkulturelle Kompetenz. Der Herr Westerwelle hat die schon gerade angesprochen, indem er gesagt hat: Gut, aufgrund deiner Herkunft gehörst du auf jeden Fall zu einer neuen Art von Kultur und auch, dass sich die Kulturen immer weiter ausdifferenzieren in Deutschland. Und dafür mit dieser wachsenden Anzahl von verschiedenen Ideen und verschiedenen Kulturen, auch Unternehmenskulturen, braucht man diese interkulturelle Kompetenz. Aber dazu werde ich später noch etwas sagen. Nun zur Agenda. Ich werde erstmal ein paar Denkimpulse liefern. Den Wandel von Wertschöpfungsketten zu Wertschöpfungsökosystemen beschreiben mit Beispielen. Und danach werde ich ein paar Basiskompetenzen für die Wertschöpfungsökosysteme beschreiben und vorstellen. Danach können wir auch noch Fragen und Antworten machen, solange es halt eben Fragen gibt. Wir sehen auf diesem Bild die Möbel AG von 1980. Wir haben klar ein Gebilde, das hat klar definierte Grenzen zu der Kunden- und Lieferantenseite. Wie wir hier sehen, wir haben die Möbel AG in der Mitte mit Beschaffung, Fertigung und Absatz. Links davon sind die Lieferanten und rechts davon die Kunden. Nun, die Wertschöpfungskette der Möbel AG damals hatte eben klare Konturen. Wie man hier sieht, ganz gerade Linien und man weiß einfach, mit was man es zu tun hat. Es gab Beschaffung, Fertigung und Absatz, wie ich schon erwähnt habe. Und wer waren die Kunden? Ja, einfach die wahrscheinlich, die in der Nähe gewohnt haben, des Möbelhauses, der Möbel AG, oder eben die so eine lange Strecke auf sich genommen haben. Und wie war das Kundenverhalten? Auch ganz überschaubar. Das bedeutet, okay, wenn irgendwelche Kunden Möbel gebraucht haben, dann sind sie dorthin gefahren in das nächste Möbelhaus, das ist eben die Möbel AG, und haben sich dort Möbel gekauft. Und wie erfolgte der Kauf? Über den stationären Handel. Das bedeutet, wie ich schon gerade gesagt habe, die Menschen sind hingefahren und haben dann die Möbel bezahlt und abgeholt. Ja, nun, wir müssen uns jetzt aber überlegen, wie transformiert die Möbel AG ihre Value Chain von 1980, von diesem Stand, von den klar getrennten Linien, in ihr Digital Business Value Ecosystem von 2018 und für die Zukunft. Ja, nochmal kurz ein Hinweis. Ich benutze oft die Worte oder eher gesagt die Terminologie Wertschöpfungsökosystem und Digital Business Value Ecosystem zugleich und auch im Austausch. Sie bedeuten ja eigentlich auch die gleiche Sache, nur wir können auch bei Digital Business Value Ecosystem auf das Eigenschaftswort digital verzichten, weil wir sowieso schon wissen, okay, wir leben im Internet, es ist alles digital, das schenkt sich nichts. Aber mit digital findet man eben gerade den Zugang zu den menschlichen Hirnen einfacher, so im ganzen Motto Agile, Digital und Artificial. Nun zurück zur Möbel AG. Und jetzt ist die große Frage für die Möbel AG: Wie muss die Möbel AG ihre wertschöpfenden Kernaktivitäten in 2018 organisieren, planen, durchführen, wenn sie sich als gestaltender Akteur in den Digital Business Value Ecosystems positionieren will? Und da gibt es sechs Kernaktivitäten, die neu zu gestalten sind.
natürlich die wichtigste, wettbewerbsfähige Produkte und Services entwickeln. Das bedeutet also in unserem Fall der Möbel AG Möbel, Sofas, da also darunter Sofas, Couches, Tische, vielleicht Sessel, dort, was man eben im Möbelhaus kaufen möchte. Zulieferungen bereitstellen und Qualitätsprodukte herstellen, darauf, was eben heute immer noch zählt, Produkte und Services verkaufen, eben um Umsatz zu generieren, wie man das eben als Unternehmen macht, Kunden nachhaltig binden, und das ist wirklich einer der schwierigsten Bereiche, den wir heute haben, nämlich die Kunden nachhaltig zu binden, und das ist heute fast schon nicht mehr möglich, und viele Unternehmen zerbrechen sich auch heute den Kopf, und viele Unternehmer, die ich kenne, auch, denn es gibt mit dem Internet so viele Möglichkeiten, für verschiedene Preise und meistens auch für die niedrigeren Preise im Internet einzukaufen. Das heißt, es ist schwierig, den Kunden zu binden, wenn man das teurere Produkt hat, aber eine niedrigere Qualität. Dann Produkte und Service vereinbarungsmäßig ausliefern. Bei Amazon kennen Sie sicherlich das Versprechen in 1 bis 3 Tagen. Und verkaufte Produkte und Services, die Kundenbindung sichern, betreuen von bereits verkauften Produkten und Services, die weitere Services anbieten. Und bezogen auf diese neu gedachten Kernaktivitäten müssen wir uns eben folgende Fragen ebenfalls beantworten. Und zwar, was sind die neuen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen in den Managementprozessen? Wie, wo und wann müssen die internen Serviceleistungen für die Kernaktivitäten erbracht werden? Und wie muss die Herausforderung Bringing the Outside in the Company von allen Beteiligten gemeinsam gemeistert werden, damit die Kunden die Leistungen des Unternehmens auch in Zukunft konsumieren und dafür ihre Rechnungen begleichen? Wir haben die Möbel AG 1980 bereits besprochen. Ich gebe das Beispiel für die Möbel AG 2018. 2018 ist es so, die Grenzen des Unternehmens verschwimmen, wie wir es immer überall hören, aber was bedeutet das denn eigentlich? Man nehme an, okay, ich möchte eine Matratze kaufen. Ich gehe also Norma oder Amazon zum Beispiel, aber ich gebe jetzt das Beispiel mit der Norma zu Amazon und weiteren Plattformen, komme ich später. Und ich sehe dort die Matratze im Katalog oder eben im Internet, Norma Online, und bestelle die Matratze. Nun, Norma hat diese Matratze aber gar nicht in ihrem Lager. Das heißt, sie geben den Auftrag weiter. Und zwar an unsere Möbel AG. Der Auftrag kommt dann von Norma rein und die Möbel AG schaut dann eben, okay, haben wir eine im Lager? Und wenn sie sagen ja, dann geben sie das Ganze an DHL und weiter geht die Kette an mich dann. Somit merkt man auch an diesem Beispiel, wie die Grenzen verschwimmen. Wir kriegen ja, der Absatz erfolgt dann nicht durch die Möbel AG, sondern durch die Norma in diesem Fall. Diese bietet hier die Plattform. Und die Möbel AG gibt also die Matratze, die fertig verpackte Matratze an DHL. Und DHL erledigt für uns den Versand. Damals, 1980, wäre der Versand aus dem Erzeugnislager durch die Möbel AG geschehen. Also sie hätten da ihren Transporter gehabt oder ihren LKW und wären damit dann durch die nächsten Stationen gefahren, der naheliegenden Orte. Die Idee für diese Digital Business Value Ecosystems gehabt, als ich im Biologieunterricht, als wir die Ökosysteme betrachtet haben. Hier steht es eigentlich ganz charmant beschrieben, wie es halt in der Biologie ist. Die Ökologie ist die Lehre vom Haushalt der Natur und damit den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt bzw. den Organismen untereinander. Und das beschreibt die heutige Landschaft der Unternehmen auch sehr passend. Wir haben verschiedene Organismen, verschiedene Unternehmen, verschiedene Stakeholder und die Umwelt. Und es gibt auch Kommunikation, also die meiste Kommunikation geschieht zwischen den Organismen untereinander. Zum Beispiel, wie ich es beschrieben habe, durch Norma und Möbel AG. Ja, es gibt Produzenten, auch in der Biologie, Produzenten, Erzeuger, Konsumenten, Verbraucher, Destruenten, Zersetzer, und das alles haben wir auch hier.
Nun, zurück zur Möbel AG. Also, was bedeutet das denn für uns? Es gibt weitere Beispiele für Plattformen in den automobilen Ökosystemen. Ich denke, Sie haben alle schon mal was von Uber gehört, zumindest in den Nachrichten, dass es verboten wurde in Deutschland. Und Uber ist nichts weiter als eine Plattform. Uber macht auch nichts Spezielles. Uber ist nicht der disruptive Faktor der Automobilbranche. Uber verbindet eben Menschen, die Fahrten anbieten wollen, mit Menschen, die Fahrten wahrnehmen wollen. Also wenn ich sage, okay, ja, ich bin hier in der Innenstadt und ich möchte jetzt eben weiter raus, dann sage ich, okay, ich setze da die Nadel hin und der Uber-Fahrer fährt mich dort entspannt hin. Das Ganze könnte auch ein Taxi erledigen, aber Uber ist so erfolgreich, weil die Taxis damals so teuer waren. Und bei uns wehrt sich natürlich die Taxibranche dagegen, da ja zahlreiche Arbeitsplätze dranhängen. Und aus diesem Grund wurde auch Uber in mehreren deutschen Großstädten verboten. Sozusagen, Uber ist ein Frenemy der Automobilindustrie. Freund und Feind zugleich. Friend und Enemy. Denn das Uber führt dazu, dass Menschen nicht mehr so oft Autos kaufen, weil man ja auch Uber nehmen kann. Aber trotzdem müsste die Automobilindustrie mit ihnen befreundet bleiben, da ja die Autos, die für Uber fahren, immer auch noch von irgendwelchen Anbietern kommen, also von irgendwelchen Automobilherstellern. Aber es gibt auch nicht nur Uber, sondern auch Didi. Didi kommt aus China und bietet genau die gleiche Plattform an. Also es sind wieder Leute, die Fahrten anbieten und wieder Menschen, die eben Fahrten wahrnehmen wollen. Und Uber und Didi liefern sich eben einen Wettbewerb auf globaler Ebene. Zum Beispiel in Nordamerika gibt es Uber einmal, okay, als Plattform, als App, aber es gibt auch Lyft und beide bieten ja das gleiche an und Didi hat eben in Lyft investiert. Didi ist übrigens ein chinesisches Unternehmen und investiert auch überall auf der ganzen Welt und das bedeutet eben auch, wir haben aus geopolitischer Sicht wieder einen Wettbewerb aus China. Aber was bedeutet das dann für die ganze Automobilindustrie? Und wenn die Leute keine Autos mehr kaufen wollen, weil es eben auch Uber gibt und dann kommen noch die selbstfahrenden Autos dazu, was bedeutet es dann für Automobilhersteller, Zulieferer, Autohändler, Werkstätte, Tankstellen, Versicherungen, Banken, Polizei, Ordnungsämter, Gesundheitswesen, Abschleppdienste, Fahrschulen, Automobilclubs, Autobahnraststätten oder Parkhäuser oder Parkplätze und vor allem die Frenemies. Und all diese Mitspieler, die ich gerade genannt habe, gehören zum Ökosystem der Automobilindustrie aktuell. Aber wir wissen nicht, wann sich das ändern wird durch mehrere Innovationen. Für einen Digital Business Value Ecosystem Designer stellt sich nicht die Frage, ob man Smartphone, Facebook, LinkedIn, Instagram nutzen soll oder nicht. Denn sie sind da und wir müssen mit ihnen arbeiten. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen schnellem und langsamem Denken. Beim Smartphone, wenn wir zum Beispiel eine Nachricht bekommen, antwortet unser Gehirn fast automatisiert, okay, ja, tipp das und das ein als Antwort. Wir brauchen aber als Designer von diesem Ökosystem das langsame Denken, also das langfristige Denken. Und wir müssen uns die Frage stellen, welche Kompetenzen brauchen wir, um in den Wertschöpfungsökosystemen arbeiten zu können und wie entwickeln wir diese Kompetenzen? Und um diese Frage mal zumindest zum Teil zu beantworten, habe ich ein paar Beispiele für Kompetenzen. Was ich eben in meinem Unternehmen auch anbiete, ist die Entwicklung für diese Kompetenzen und für die führenden Persönlichkeiten in Unternehmen, für die Ökosysteme. Zum Beispiel Design Mindset, Computational Thinking ist eine Kompetenz, Cognitive Load Management, Novel and Adaptive Thinking, Sense Making, Coherent Learning, Cross-Cultural Competency, Transdisciplinarity, Visual Collaboration, Resilience oder Social Intelligence. Das sind natürlich schon viele, aber ich stelle Ihnen einfach mal wichtige vor. Cognitive Load Management. Cognitive Load Management kommt vom Eigenschaftswort kognitiv. Und das bedeutet, das Denken, Verstehen oder Wissen betreffend.
Und der Ursprung liegt im Lateinischen cognoscere und das bedeutet wissen oder erkennen. Cognitive Load Management ist die Fähigkeit, Informationen, die man bekommt von dieser Datenflut, zum Beispiel auf sozialen Netzwerken oder aus den Ökosystemen, zu unterscheiden und zu filtern, auch nach Wichtigkeit und zu verstehen, wie man die maximale kognitive Funktion aus sich herausholt, wenn man gewisse Tools und Techniken benutzt. Wir kriegen eine massive Datenflut, zum Beispiel jetzt durch diese Plattformökonomie, wie wir sie bei Norma und der Möbel AG gesehen haben. Und jetzt müssen wir wissen, okay, wir können das aus der Vogelperspektive betrachten und nur die wichtigen Daten rausnehmen. Denn früher war das sehr einfach bei der Möbel AG 1980. Wir haben gesehen, okay, die und die Abteilungen gibt es und da war Cognitive Load Management eigentlich überflüssig, weil das sehr begrenzt war, die Datenmenge. Aber heute, es gibt unzählige Daten. Wir können auch mit den Daten nicht so gut umgehen, da wir ja keine Computer sind oder keine Roboter. Daher müssen wir schauen, wie wir die besten rauspicken und was wir aus ihnen ziehen. Und das bezeichnet Cognitive Load Management. Also man muss die Ladung, die man kognitiv bekommt, eben managen, verwalten und schauen, welche die beste ist. Die Algorithmen der Social Media Plattform sind bewusst so programmiert, dass unser schnelles Denken zum Zuge kommt. Daniel Kahneman hat gesagt, unser Gehirn agiert beim schnellen Denken signalhaft wie ein Automat, quasi mühelos. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn man auf Facebook eine Nachricht bekommt, okay, ja, das und das, und dann antwortet man schnell. Das Gehirn macht es automatisiert. Kahneman sagte auch, mühelos ist bequem, mühelos ist gemütlich und mühelos ist angenehm. Es geht ja ganz schnell, das Antworten, und ist auch sehr bequem, gemütlich und angenehm. Man ist also in der Komfortzone drin. Wovon ist man dann geprimed? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann auf dem Bild. Der Herr sagt, wovon bist du gerade geprimed? Geprimed bedeutet, wenn man bereits Erfahrungen gesammelt hat zu einem gewissen Feld und dann ein neuer Reiz hinzukommt oder eine neue Information und man diese dann entweder positiv oder negativ aufnimmt. Beispielsweise Apple-Nutzer. Die sind immer geprimed und zwar positiv. Das heißt, wenn ein neues iPhone rauskommt, dann sagen die meisten, oh ja, das ist ja schick, weil sie ja schon die positiven Erfahrungen gesammelt haben aus älteren Modellen. Kohärentes Lernen und Denken. Kohärenz, der zum ersten Mal den Begriff gehört, habe ich in der 8. Klasse. In meinem Ethikbuch stand, geht ein roter Faden durch eine Argumentation und greifen unsere Aussagen wie die Zahnräder eines Uhrwerks ineinander, dann stellen sich unsere Behauptungen als schlüssiger und widerspruchsfreier Zusammenhang dar. Sie sind also kohärent, zusammenhängend. Ja, und in Fachgebieten wie der Mathematik, der Philosophie oder der Literaturwissenschaft spielt diese Kohärenztheorie eine wichtige Rolle. Und Texte, die nicht kohärent sind, können uns nicht überzeugen. Logisch, selbst dann nicht, wenn sie Fantasieerzählungen sind. Stellen Sie sich mal vor, Rumpelstilzchen würde einerseits alles daran setzen, um das Kind der Königstochter zu besitzen, aber andererseits für ein Leben ohne Kinder schwärmen. Das ist schon sinnlos. Und dann hätte das Märchen den Sinn verloren. Mein Dilemma ist eben, oder das Dilemma vieler Schülerinnen und Schüler, einerseits lernen wir die Aufklärung auswendig, um eine brauchbare Note zu bekommen, andererseits wissen wir nicht, wann wir oder wo, wann, wie, warum wir das Wissen für die Aufklärung je wieder im Leben brauchen werden. Und kohärentes Lernen ermöglicht uns, das Wissen im Musikunterricht zum Beispiel Aufklärung fürs Leben mitzunehmen. Kohärentes Lernen bedeutet, wir haben das Thema Mozart beispielsweise und das ist ein Thema, das wird in drei oder sogar mehr Fächern behandelt, Geschichte, Deutsch und Musik. Und wie wäre es, wenn wir Mozart das Thema einfach interdisziplinär betrachten und ein Projekt zusammen machen, in dem die Geschichts-, Deutsch- und Musiklehrerin gleichzeitig Mozart mit uns behandelt? Das ist kohärentes Lernen, das zusammenhängende Lernen, um einen Zusammenhang zu verstehen oder ein Thema. Die Folie stammt übrigens von einem SPD-Barcamp, auf dem ich war.
mit und der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken und wir hatten eine Session auf diesem Barcamp über die Generation Gap in der Schule. Und da haben wir uns eben unterhalten und da habe ich auch zum ersten Mal das kohärente Lernen erwähnt, wie man das denn einbetten könnte und zwar aktiv. Das war übrigens, als ich in der 8. Klasse war, genau, als ich das im Buch gelesen habe, 25. April 2015. Nun, auf die Folie werde ich nicht weiter eingehen. Darüber können wir später nochmal reden, falls es Fragen gibt, da das jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen würde und wir auch nicht so viel Zeit haben. Aber auf eine weitere Fähigkeit oder ein paar weitere Fähigkeiten gehe ich noch ein, und zwar auf das Computational Thinking. Viele erwähnen bei der Neugestaltung des Schulsystems beispielsweise immer, okay, Programmieren, Coden, Programmieren, Coden. Das ist nicht der wichtige Teil des Programmieren und Coden. Da das auch wieder mit dem inneren Trieb zusammenhängt und auch dem logischen Verständnis, wie schnell man sowas versteht. Das wäre wieder wie jeder Schülerin und jedem Schüler wieder Mathe aufzuzwängen. Das Wichtige für unsere Generation und auch für die nachfolgende Generation, eigentlich für alle Generationen, ist das Computational Thinking. Das Computational Thinking ist die Fähigkeit, große Mengen an Daten in abstrakte Konzepte zu pressen und die datenbasierte logische Erklärung zu verstehen. Und wie ein Computerwissenschaftler zu denken, bedeutet also viel mehr, als einen Computer programmieren zu können. Es braucht Denken auf mehreren oder mehrstufigen Abstraktionsleveln. Es gibt sechs Merkmale beim Computational Thinking, und zwar Computational Thinking ist ein Konzept erstellen und kein Programmieren, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Also man muss das Big Picture sehen in der Vogelperspektive und nicht in einer Blase drin sitzen und dann nur programmieren. Computational Thinking ist auch eine fundamentale Fähigkeit und kein Nebenkriegsschauplatz. Man muss diese Fähigkeit haben und deswegen erwähne ich das ja auch so oft, um überhaupt diese Ökosystemgeschichte zu verstehen. Und Computational Thinking ist ein Weg, wie Menschen denken. Und das ist ganz wichtig. Computer werden nicht Computational Thinking betreiben. Denn ich meine, sie sind die Computer. Es ist ein Weg, wie Menschen denken. Weiter wichtig ist, dass wir über Ideen reden und nicht Gegenstände oder Software. Also es geht nicht darum, irgendwie die Software und die Hardware zu verstehen, sondern mit Computational Thinking Probleme zu lösen. Und Computational Thinking als fünfter Punkt ist für alle da und auch überall. Transdisziplinarität ist auch eine wichtige Fähigkeit. Und zwar, das bedeutet einfach, die Fähigkeit zwischen verschiedenen Konzepten und auch mehreren Disziplinen herzuspringen und auch beide Seiten zu verstehen oder mehrere Seiten sogar. Wir haben zum Beispiel Leute aus der Abteilung, Leute aus der Abteilung und da gibt es eben die Fähigkeit, wenn beide die Fähigkeit Transdisziplinarität haben oder sie gut genug trainiert haben, bedeutet das, dass diese Mitarbeiter einfach springt zwischen beiden Abteilungen, die Zusammenhänge verstehen können. Design Mindset. Ein Mindset ist wie ein Fixstern in unseren Köpfen. Also an ihnen orientiert sich unser Denken, einem Schiff gleich im Meer der Informationen. Zum Beispiel, wenn wir neue Dinge lernen, dreht sich sozusagen die Information in unserem Mindset und unser Mindset. Auch das geprimed sein, diese Sachen gehen Hand in Hand. Nämlich, wenn wir schon bereits ein negatives Mindset zu gewissen Sachen haben, dann werden wir die neue Sache wahrscheinlich auch nicht negativ oder dann werden wir die neue Sache auch negativ belastet natürlich sehen. Mindsets sind bei verschiedenen Generationen natürlich anders. Ich möchte Ihnen gerne vorstellen drei Beispiele. So, bei mir ist es zum Beispiel so, also ich denke, die Generation 1995 geboren bis sagen wir 2015, das sind so die, die werden sich die Augen kaputt machen. So, das sind die Generation, bei denen wir auf die Smartphones schauen und auf die Tablets. Und das ist die Generation, die sich die Augen kaputt gemacht hat durch diese Smartphone-Geschichte. Also das ist natürlich nur eine Hypothese.
Aber heute haben wir zum Beispiel eine dreijährige Tochter einer Bekannten und die hatten eben Alexa zu Hause. Ja, sie hat eben immer mit Alexa geredet und ihr Fragen gestellt und sie hat geantwortet. Und eines Tages dachte sich die Mutter, okay, das ist schon ein bisschen creepy, ne? Oder halt schon ein bisschen verwunderlich und auch irgendwie komisch. Deswegen hat sie eben dann Alexa versteckt und abgeschlossen von der Stromleitung. Und am nächsten Tag fragt sie dann die Tochter, ja, wo ist denn die Alexa hin? Wo ist denn die Alexa hin? Und das ist auch irgendwie lustig zu beobachten, wie dann ihr Mindset ganz anders ist. Also sie denkt, Alexa wäre fast wie ein Mensch und wäre eine humane Persönlichkeit, obwohl es eben nur eine Computerstimme ist. Ich meine, ich kann das schon verstehen. Ne? Also ich bin ja schon alt genug und die älteren Generationen auch, aber es ist schon bewundernswert, wie die Kinder dann das so sehen als echte Person. Natürlich, irgendwann mal werden diese Kinder auch verstehen, gut, das ist wie beim Weihnachtsmann, ne? Alexa gibt es nicht wirklich, das ist eigentlich ein Computer. Eine Erstklässlerin wurde eingestuft als hochbegabt von Fachleuten in Mathematik. Wahrscheinlich ist sie das auch, aber zu Hause hat sie dann immer ja, Siri gefragt, was ist die Antwort auf das und das mathematische Problem oder hier, was ist das plus das? Und da merkt man auch wieder, okay, das ist ein komplett anderer Umgang mit dem Mindset. Mein Mindset da auch komplett anders. Also ich kann jetzt nicht für meine ganze Generation sprechen, natürlich gibt es auch Unterschiede. Aber ich würde auch sagen, okay, zum Beispiel, ich brauche ein Display irgendwie halt. Also wenn ich am Handy bin, ja, dann sehe ich, okay, woran ich dran bin, da kann ich Bilder sehen, ja, dies, das. Allerdings ist es bei diesen Kindern, die jetzt in der Grundschule sind und dann Alexa zu Hause haben, überhaupt kein Problem. Und deswegen sage ich auch, nur wir haben uns die Augen kaputt gemacht, die anderen nicht, weil sie ja jetzt einfach ganz normal schauen müssen, sondern nur reden müssen. Eine sehr wichtige Kompetenz ist die soziale Intelligenz. Die lässt sich auch trainieren. Also es gibt laut David Perkins drei Arten von Intelligenz, nämlich einmal die neuronale Intelligenz, die Erfahrungsintelligenz und reflektive Intelligenz, also Reflexionsintelligenz. Wir bemerken den Übergang meistens nicht im Alltag, weil unsere Gehirne ja einfach funktionieren. Allerdings, die neuronale Intelligenz ist angeboren, Erfahrungsintelligenz und Reflexionsintelligenz sind trainiert. Deswegen, Erfahrungsintelligenz sammeln wir so, indem wir halt Erfahrungen machen. Deswegen machen kleine Kinder meistens auch immer ein bisschen blödere Entscheidungen, weil sie noch nicht die Konsequenzen wissen und noch nicht die Erfahrung gesammelt haben. Und Erfahrungsintelligenz ist auch sehr wichtig, kann einen, eben wie bei diesem geprimed sein, aber auch in Tätigkeiten behindern. Oder in Mindset-Fragen. Und die Reflexionsintelligenz ist eben, wie ich es mache halt. Also ich sage, okay, ja, ich habe hier was Neues kennengelernt und bin ich jetzt geprimed oder nicht? Und wenn man sich darüber Gedanken machen kann, dann ist die Reflexionsintelligenz sehr ausgeprägt. Und soziale Intelligenz ist wichtig, immer noch für den Unternehmensalltag, da der Mensch immer noch im Mittelpunkt steht. Wie ich oft an den Kopf geworfen bekomme, oh, wo bleibt der Mensch bei solchen Sachen? Es geht doch nur noch um die Roboter. Nein, der Mensch steht immer noch im Mittelpunkt, wie er auch immer im Mittelpunkt gestanden hat. Die letzte wichtige Kompetenz, finde ich, ist Sense-Making. Sense-Making, Deutsch würde man so ungefähr sagen Sinnstiftung, und ich denke, das trifft auch den Begriff sehr gut, bedeutet die innere Kohärenz der eigenen Aussagen. Das bedeutet also, dass es einfach die Fähigkeit ist, die tiefere Meinung oder die Signifikanz oder die Wichtigkeit von etwas, was gerade gesagt wurde, zu verstehen. Und eben den tieferen Sinn oder die Bedeutung dessen, was ausgedrückt ist, zu bestimmen. Und das geht natürlich Hand in Hand mit den anderen Fähigkeiten und auch dem kohärenten Lernen, weil man dafür überhaupt erstmal den Sinn stiften muss. Und nun kleine Denkaufgabe ist, welche der drei menschlichen Intelligenzkategorien kann künstliche Intelligenz ersetzen?
Sensemaking ist vor allem für uns Menschen eine sehr wichtige Fähigkeit, da Roboter und Maschinen niemals nach dem Sinn fragen. Was sie geben dem Roboter, okay, der wird programmiert und dann hat er eine Aufgabe, aber er weiß nicht, weil also er hat nicht die Fähigkeit dazu, zu sagen, okay, aber warum soll ich das machen halt, warum? Und wir Menschen fragen ständig nach dem Sinn und deswegen bin ich auch Vertreter dieser Fähigkeit, also dass man immer die Sachen im Zusammenhang sieht und Sinn stiftet. Falls ihr noch Interesse haben an meinen Tätigkeiten und an mehr Nachschlagewerken, würde ich Ihnen die Links empfehlen. Und danke fürs Zuhören.